Damit kann es weitergehen mit Let's Play No More Heroes. Ich bin es, euer Dams Muffer X. Wir sind natürlich immer noch der Sexy Trust Touchdown. Er schaut sich ja gerade selbst an, so gut wie er hier aussieht, oder? Ja, wir sind hier auf dem Weg zum achten Boss, Leute. Im letzten Part haben wir uns durch eine Schule hier gemetzelt. Hier nicht irgendwas Schlimmes verstehen, das waren böse Typen. Das ist ein Argument, das klingt immer noch schlimm. Zumindest, ja, wir schnappen uns jetzt hoffentlich hier den achten Bossfight. Shino, glaube ich, hieß sie. Und ich hoffe einfach, wir werden es überleben. Schauen wir mal. Erstmal holen wir uns hier wieder einen neuen Griff wahrscheinlich. Was haben wir hier Schönes? Travis, jetzt kommst du wieder richtig in Schwung. Erinnere dich an den 18. Suplex deines Meisters. Die Vertrauensaufbau der Übung ging schief. Gefangen, MS. Aha, cool. Hört sich schon mal nett an. Erinnert sich an einen lang vergessenen Suplex. Das ist schön. So, dann würde ich sagen, hau mal das Ding noch kaputt. Haben dann auch wieder voll Leben, Leute. Und ich würde jetzt sagen, es ist Zeit für die Nummer 8. A rankings fight? Yeah, how about it? All right. Will you give me a minute? Wait for me in the hallway. Right. Mind if we do this somewhere else? You're the boss. Stop checking me out like that. You killed them? Such a gentleman. Are you asking out of tactical curiosity? Or are you just fucking with me? Bet they didn't offer much resistance. You got a problem with that? You got no idea how hard it is to hide your true self around here. Hey, I'm not accusing anybody. A real gentleman. I just turned my back, but you didn't strike. You are fucking with me! It's actually pretty hard to take cheap shots when your enemy is as bloodthirsty as yourself. People like us think alike, don't we? Shall we? Huh? You will pay with your life! At last I have my chance. I will now avenge my father! Something tells me you watch too many samurai movies, little girl. Sonic sword! Holy! What the hell was that? Das könnte sich als hart erweisen, Leute. Ist Ihr Vater etwa Dr. Peace gewesen? Der hat da geredet darüber, dass hier er mit seiner Tochter hier gegessen hat. Oder ich habe Angst? Ich habe Angst? So. So. Nee. No. Keine Chance, Mann. Wir backen da einfach weg. Komm, auch mit dir, Travis. Oh, Leute, das könnte echt sein, dass wir hier ihren Vater getötet haben. Nee, Pech gehabt. Pech gehabt, würde ich sagen. So, du bist doch hier auch nicht besser, Mädel. So. So, nein. Ich hab's richtig gemacht. Ich glaube, ich hab's falsch gemacht, aber egal. So. So, komm. Weg wieder. Oh, jetzt hab ich wieder keinen Suplex gemacht, Mann. Aua. Komm. Boah, Samurai-Göller. Auf damit. Oh, nein! Jetzt sind wir endlich mal cool ausgewichen und dann haben wir es nicht geschafft, hier schön eine zu verpassen. So, schön ausgewichen, nicht schön ausgewichen. Noch schlechter nicht ausgewichen. So. Jetzt kommt sie gleich. Was macht sie jetzt? Na, Samurai Girl? Hallo? Oh. What the hell? Warum hat die... Was macht die denn? Ich habe ein wenig Angst vor ihr. Ein ganz klein wenig. Aua! Hilfe! Jetzt komm. Nein. Jetzt. Ah, sehr schön. Oh, was für ein schöner, geiler Suplex. So. Komm. Oh nein. Davon will ich mich nicht treffen lassen, Leute. Komm, wir haben es gleich geschafft. Nein.
Alter. Sie hat fast unser ganzes Leben abgezogen mit einer Attacke, aber Leute. Wir haben es geschafft. What are you waiting for? Finish me! Finish you? Don't look at me like that! Don't! I think there's been some kind of misunderstanding. I never fought your father. Liar! You killed him! Sliced him in two, you sick bastard! Whoa! Calm down a little. Jacobs was my mentor. I'd never kill him. Liar! I watched Master Jacobs' teachings on video over and over till the fucking tape wore out. We've never met in person. Kill me. I admit it. I lost. Just do it! How about kill yourself after you kill me? Sounds like a bit straight out of a samurai movie, don't it? Shut up! Shut up and kill me already! You've already dishonored me enough. Do it yourself. Please. I'll fight you anytime, anywhere. Until then, I'll be waiting. Okay, gut. Oh, ich dachte schon, Mr. Peaceway ist irgendwie ihr Vater. Naja, dann ist er Mann. Ich kenne diesen Jacob nicht, aber das ist dann auch gut, dass wir ihn nicht getötet haben. Dann müssen wir uns hier nicht schlecht fühlen. So, und wir haben sie sogar nicht mal getötet. Ach Leute, sind wir nicht ein lieber netter Travis hier. So, sie liegt da wahrscheinlich noch irgendwo rum oder so. Wurscht. So, erstmal Homer's jetzt. Das ist nicht ein Lebensupgrade. Richtig schön viel Geld nochmal. Und wir haben fast wieder 200.000 zusammen. Aber ich tippe mir, jetzt wird die Starke wahrscheinlich 250.000. Das wird er hoffentlich immer nur um 50.000 und nicht irgendwie eine Million. Milliarden am besten. So, ich würde sagen, dann nehmen wir hier mit unserer Freundin nochmal. Another victory, Travis. You are now ranked 8th. You gonna kill her? Probably not. She's still young. But I still have to follow the association's rules of conduct. Then let her live. Are we suddenly in love, Travis? Hell no. Then why take the risk of her coming back for revenge? In this business, there's no such thing as mercy. Kill when you can kill. That's bullshit. All I want to do is fight someone better than me. She'll grow up. Why not kill her when she's stronger? Yeah, then I'll kill her. You are sick. So are you. Genau deswegen passen die beiden so gut zusammen. So, wir haben sie sogar leben lassen, weil wir ein netter Mensch sind. Und einen fantastischen Sieg haben wir aber trotzdem hier geschafft und sind nun einen weiteren Rang hier auf der Liste aufgestiegen. Nachdem wir hier Death Metal besiegt haben. Und Dr. Beast ist nun auch Shinobu weg und wir sind nun auf Platz Nummer 8, Leute. Wie gesagt, es geht voran und nun wartet natürlich Nummer 7 auf uns. Wer das sein wird, was der oder die oder das drauf hat, werden wir noch sehen. Schlimmer als irgendwelche Samurai-Mädels, die von Wänden springen, kann es ja eigentlich nicht werden, oder? So, oh, erstmal wieder schön speichern, Leute. Oh. Schön speichern. Dann geht es einem immer gleich viel besser. Die beste Speicheranimation aller Zeiten. Muss man schon sagen. So, ja, überschreiben. So, darf ich raus? Dankeschön. So, gut. Dann geh mal raus. Hallo, bitte. Ich möchte wissen, wie viel der nächste Kampf kostet. Bitte nicht allzu viel. This is Diane from Beefhead Videos. Just calling to let you know that one of the videos returned yesterday wasn't one of ours. It doesn't have a label on it, but it seems to be a recording of a guy humping a pillow. The video you should have returned was How to Please a Woman in Bed 101 Part 2. Please return it to us soon. Thank you. Congratulations, Mr. Touchdown. Your registration for the 8th UAA rank is now complete.
In addition, we have faxed you some information about the rankings in case you wish to continue your ascent. Please transfer the money into the designated account. Have a nice day. Ein Kissen. Ich wette, es war Travis. Ich wette, es war ein Video von Travis selbst. So, Rechnung gemäß 250.000. Okay, 70.000 müssen wir also nun verdienen. Könnte eine Weile dauern. Was haben wir eigentlich in unserer Schublade? Ah, nichts. Ich schätze mal, hier kann man das Schwert wechseln, oder? Jo. Klar, klar. Wir könnten ja mal schauen, ob wir uns ein neues Schwert kaufen. Könnten wir natürlich machen. So, zup, gehen wir ins Wohnzimmer. So. Dann spielen wir mit unserer Katze wieder. Oh, ja, nie. Oh, wo ist unser Kätzchen? Unser Kätzchenlein. Ja, es gibt Essen. Oh, komm mal, Happy, Happy. Oh, süße kleine Katze. Oh, kleine Katze. Oh, und wir können sie sogar streicheln. Oh, ist die Welt. Ist das nicht schön, Leute? Da vergisst man fast, dass man hier gnadenlos die ganze Zeit Menschen abmuckst. So, dann, was haben wir so für einen Fernseher? Haben wir was Cooles? Ach, wir haben nur noch das Heavenly Star. Oh, schade. So, ansonsten, glaube ich, können wir uns nicht holen. Jo, wir können doch mal aufs Klo gehen. Aber so spannend ist das nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Schauen, was es so draußen so Schönes gibt. Im besten Fall irgendwas nicht Merkwürdiges. Keine merkwürdigen Mädels. So, Goldtowner ist jetzt geöffnet. Beefhead ist geöffnet. Ein neuer Tales-Shop ist verfügbar. So, da haben wir einiges, denke ich mal, zu tun. Ah, der ist ja direkt nebenan. Oder? Hier. Doch, ist direkt nebenan. Sehr cool. So, das heißt, einmal da. Und dann einmal schön abbiegen. Boah, für so einen Weg, da muss man hier schon mal schön das Bike rausholen. Gell, es lohnt sich schon. Für die 2 Meter hier. So. Beefhead. Oh, was gibt's denn beim Beefhead? Das ist hier, warte. Video-DVD-Game. Oh, hört sich cool an. Beefhead. Schauen wir mal, was es da so Schönes gibt. Ganz schön viele Videos. So, aha, aha. Travis, du kommst genau richtig. Du wirst deinen Augen nicht trauen. Ich habe es über eine schwedische Route bekommen. Mann, die haben echt süßes Zeug in Skandinavien. Es ist das Königreich der Kopien. Such dir was aus. So, jo, kauf mal. Das ist okay. Ja, nicht übel, Travis. Du hast das Auge, Mann. Das klinische Auge. Übrigens, hier seht ihr die Star Wars Kopie hier links und das irgendwie rechts, das ist irgendwas Merkwürdiges. Hübsch. Bis bald, Travis! Lass dich nicht unterkriegen, okay? Come back again. Tschüss! Ich will gar nicht wissen, was das für merkwürdiges Video ist, was wir gekauft haben. Irgendwas Schräges wird schon sein. Wie alles hier eigentlich. So, raus und aufs Bike wieder steigen. So, fahren wir. Wir können. Warte, kommt man so hin sogar. Ach, wir fahren dahin. So. Es lohnt sich ja nicht, hier die 3 Meter zu gehen. Oh, 3 Meter. Wisst ihr, wie viel das ist? Oh, nee, das kann man nicht machen. Da fahren wir schon lieber. So. Hier abbiegen und dann fahren wir zu lieben netten Naomi rein. Vielleicht hat sie. Wo steckt. Ich stecke gerade irgendwie fest. Nitro! Ich weiß gerade nicht, wie ich das geschafft habe, Leute. Ich stecke fest! Jetzt. Komm, komm. Ja. Yeah. So, dann fahren wir mal kurz zu. Was ist? Und wir denken, wir haben gepimptes Auto. Schaut euch mal das an. Könnt ihr direkt irgendwie aus Fast and Furious kommen. So, bremsen. Absteigen. Und dann schauen wir mal, was sie so Schönes hat. Wir könnten uns ja echt ein neues Schwert mal kaufen. Warum nicht? So. Hey, Finger weg von allen. Wenn du was anfasst, mach ich dich alle. So, kennt man sie. So, Waffen. Wir können uns bis jetzt nur das Tobacco hier kaufen. So, ich denke, wir kaufen es uns. Es ist teuer, aber wir kaufen es uns jetzt. Ja, das? Ja. Hier. So, ihr seht, unser Geld hier nimmt rapide ab, Leute. Ganz schön rapide. Aber dafür haben wir jetzt hoffentlich ein besseres Schwert. Und ja, wahrscheinlich ist es nicht besser oder so. Egal, Leute. Ich würde sagen, wir machen heute mal ein bisschen kürzer, weil wir so einen spektakulären Bossfight gerade hatten. Und ich würde sagen, wir machen nun getrost einen ganz kleinen süßen Cut hier. Im nächsten Mal geht es dann nicht weiter. Wir werden dann wahrscheinlich wieder Minijobs machen müssen, weil, ja, man muss auch für sein Geld arbeiten. Man kennt das ja. Und au. Was bist du denn da, Travis? So. Ach, doch. Das machen wir jetzt nochmal so. Und dann. Komm, warte. Wartet. Ach komm, jetzt will ich nochmal hier den coolen Move machen. So, komm. So, komm. Jetzt krieg ich's nicht hin, Leute. Furchtbar. Gerade hab ich's hinbekommen. Egal, Leute. Machen wir keinen coolen Move. Dann fahren wir jetzt einfach hier noch ein bisschen rum. Leute, ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder hier mit Let's Play No More Heroes. Jetzt! Yes!
Und dann machen wir noch mehr Leute alle, machen noch mehr merkwürdige Autos, mehr merkwürdige Aufträge und holen uns noch mehr merkwürdige Videos. Bis dahin dann, euer DMCMAFX, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.